Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute handelt es sich um ein Buch, was bereits über 60 Jahre auf dem Markt ist und bereits in seiner 17. Auflage veröffentlicht wird. Wenn es ein Fotoband wäre oder eine Anleitung zum Stricken, dann wäre das wenig erwähnenswert. Aber bei diesem Buch handelt es sich tatsächlich um die Ernährung und demnach ein Gebiet, wo sich fast jährlich neue Konzepte bilden und neues Wissen hervorgebracht wird. Umso erstaunlicher finde ich es, dass dieses Buch es schafft, diesen Paradigmenwechsel relativ schadlos zu überstehen. Das Buch, von dem ich rede, ihr habt es vielleicht schon gesehen, das ist Die Ordnung unserer Nahrung von Werner Kollat. Das Buch ist zwar offiziell als Ernährungsbuch deklariert, hat aber ganz klar philosophische Einschläge und liest sich daher sehr, sehr ganzheitlich. Die Sprache ist der damaligen Zeit angemessen und wirkt leicht befremdlich. Kollats grundsätzliche Aussagen und damit die gut 300 Seiten des Buches lassen sich wie folgt zusammenfassen. Man sollte seine Nahrung überdenken, bevor man krank wird. Und wenn man krank wird, dann wird man nicht durch die Nahrung, sondern bei der Nahrung geheilt, welche wiederum so natürlich wie möglich sein sollte. Fangen wir mit den positiven Dingen des Buches an. Das Buch fördert eine ganzheitliche Sichtweise auf die Ernährung und auch das Leben. Das erklärt sich auch dadurch, dass er explizit der induktiven Forschung, also dem Erkenntnisgewinn ausgehend vom kleinsten Teilchen bezogen auf das große Ganze zu vollführen, ihre Grenzen aufzeigt. Und der Deduktion, also einem Erkenntnisgewinn vom Allgemeinen auf das Spezielle, zu neuem Ruhm verhalf. Und damit war er seiner Zeit weit voraus. Und das war nicht der einzige Punkt. Er hat bereits damals eindringlich vor Antibiotika und hohem Fleischkonsum gewarnt. Weiterhin hat er auch damals schon die immense Bedeutung des Darms für die Gesundheit erkannt. Und auch dass Krebs kein örtliches Phänomen ist, sondern auch ein ganzheitliches Problem hat er auch erkannt. Ein Problem, wie ich auch schon in meinem Video Wer ist schuld am Krebs thematisiert habe, nämlich dass über 90% der Ursachen für Krebs im exogenen Bereich liegen und dabei ca. 2/3 der Ernährung zuzuschreiben sind. Dass dies alles kein Schuss ins Blaue war, sondern wirklich Erkenntnis, das erkennt man auch daran, dass er bei anderen vorher erwähnten Dingen auch die zukünftige Forschung auch schon vorhergesehen hat. Ja, auch weist er bereits damals schon darauf dahin, dass die Industrie damals noch relativ plump schon versuchte, die Erkenntnisse zu ihren Ungunsten, zu ihren Gunsten zu verschleiern und zu den Ungunsten des Verbrauchers. Was auch explizit hervorzuheben ist, dass er bereits damals erkennt, dass man sowohl zwischen Volks- und Familienernährung als zwischen Ernährung der einzelnen Individuen unterscheiden musste. Eine Erkenntnis, die heute so gut wie jede Ernährungsform konsequent vernachlässigt und dadurch auch diese glaubenskriegartigen Widerstände zwischen den jeweiligen Anhängern der jeweiligen Ernährungsform existieren. Was für den einen gut ist, das muss eben für den anderen nicht schlecht sein. Und es gibt keine allumfassende Ernährung, die für jeden gut ist. Und ja, das hat er schon erkannt. Eine ganz besondere Leistung Kollats ist auch die unglaublich detaillierte Beschreibung des Weizenkorns. Ich habe schon wirklich sehr, sehr viele Bücher zum Thema Ernährung gelesen, wie er durch meine Rezension hier festgestellt hat. Aber so eine detaillierte Beschreibung habe ich wirklich noch nie gesehen. Großes Kompliment, aber natürlich gibt es auch Dinge, die negativ ins Auge fallen und ja, auch muss man diese betrachten vor dem Hintergrund, wann sie geschrieben werden und etwas relativiert werden. Aber kommen wir erstmal dazu. Kollats spricht immer wieder von den unbelebten Dingen und baut auch darauf oft in seinen Argumentationen auf. Was spirituelle Menschen schon lange und Physiker zu Beginn dieses Jahrtausends herausgefunden haben, nämlich dass 99,9% der Materie aus Energie bestehen, führt entsprechend all seine Argumentationen, die darauf aufbauen, ad absurdum. Und er war sich durchaus bewusst, dass die Physik auf diesem Wege war, aber er bezeichnete Ganzen, das steht auch in diesem Buch drin, er bezeichnete diesen Weg als Irrtum. Und da muss man ganz klar sagen, da hat sich Kollat geirrt. Und ja, weiterhin sah er zwar auch die Ganzheitlichkeit der Menschen an, aber man hat so den Eindruck beim Lesen, dass die Ganzheitlichkeit des Universums für ihn keine wirkliche Bedeutung hatte. Und gemessen daran muss auch diese philosophische Ganzheitlichkeit, die man Kollat oder die ich Kollat gerne zuschreiben würde, auch ein bisschen relativiert werden.
Er war doch sehr auf den Menschen fokussiert und seine besondere Bedeutung, dieser der Mensch hatte, obwohl ganzheitlich gesehen der Mensch auch nur ein Teil von einem großen Kreislauf ist. Daher ja, war auch so ein bisschen so sein laxer Umgang mit Tierexperimenten und sein geradezu arroganter Umgang mit fühlenden Lebewesen. Auf Seite 238 beantwortete er Kritiken von Tierversuchen und Tierverzehr mit der Frage, ob denn ein wesentlicher Unterschied darin bestünde, ob man Pflanzen oder Tiere tötet, nur weil Blut fließt. Und damit würde er heute in den Internetforen einen wunderbaren Troll abgeben, aber in seiner Position damals und auch mit seinem Wissen und auch mit dem damaligen Wissen über das zentrale Nervensystem und die Fähigkeit des Fühlens bei Tieren, die denen des Menschen absolut identisch sind, was Schmerz und Angst angeht, muss man sagen, scheint Kollat zumindest etwas eindimensional unterwegs gewesen zu sein. Auch hat mich persönlich sehr erstaunt, dass er bei der ausführlichen Analyse, die er getätigt hat, von der gesamten Ernährungsaufnahme und den Organen ausgerechnet, wo er doch vorher die besondere Wichtigkeit des Darms mehrfach hervorgehoben hat, ausgerechnet bei dem Punkt schreibt bei dem Darm, dass dies um die Kürze des Buches zu gewährleisten übergangen werden muss. Das war schon ein ziemlicher Schlag. Weiterhin stellt er auch die These auf, dass natives tierisches Protein ein adäquater Vitaminersatz sein könnte. Aber ich habe im gesamten Buch keinen wirklich genauen, schlüssigen und konkreten Beweis dafür gefunden, welches Vitamin und wie genau das Protein dieses denn ersetzen sollte. Außerhalb des Weizenkorns an sich bleibt er demnach oft sehr sehr schwammig, was man aber eben auch dem deduktiven Forschungsstil zuschreiben kann. Und ja, alles in allem steht mir einfach persönlich nicht zu, die Arbeit eines Mannes von vor über 60 Jahren mit meinem Wissen, was ich heute habe, quasi gerecht zu beurteilen. Fest steht, dass er sehr viel vorhergesehen hat und in dem Buch auch schlüssig dargelegt hat. Dabei eher ausgehend vom Menschenverstand und der Beobachtung in seinen Tierversuchen als von den biochemischen Prozessen. Die grundsätzliche Annahme, dass die Physik auf dem Holzweg ist, wenn sie dieser Energie so eine große Bedeutung beimisst, das muss man aber ganz eindeutig als großen Fehler Kollats eingestehen. Denn sowas wie diese unbelebte Materie, die er immer wieder nennt, das gibt's quasi nicht. Seine Einstellung zu Tieren, das ist individuelle Auslegungssache und soll jetzt nicht in eine objektiv gehaltene Bewertung mit einfließen. Der Preis jedoch schon, mit 40 Euro finde ich das sehr hoch und es ist auch sehr unzeitgemäß, dass dieses Buch, dass das E-Book nicht denselben Preis kostet. Daher gebe ich dem Buch 4 Sterne und ja, man muss sich bewusst sein, dass man hier ein Buch in den Händen hält, das vor über 60 Jahren geschrieben ist und man nicht ja, auf der Suche nach dem neuesten Stand der Forschung sich begeben sollte mit diesem Buch, sondern eher so wie so eine Bestätigung vieler kompliziert herausgefundener biochemischer Zusammenhänge, die durch den Menschenverstand quasi evaluiert werden. Dann erfüllt das Buch seinen Zweck vollkommen und dann kann man auch über die auf jeden Fall vorhandene Schwachstellen hinwegsehen. Ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian. Tschüss.